wissen, haben Trabis oft eine bewegte Geschichte. Doch es gibt immer wieder welche, die in ihrer Besonderheit herausragen. Zum Beispiel dieser blaue Renntrabant, gefahren von Klaus Schumann, hier vorgestellt von seinem Kollegen Wolfgang Kirsche. Das Auto hat mein ehemaliger Arbeitskollege, der Klaus Schumann, gefahren. Er selber hat 1974 mit dem Rennen angefangen, noch mit seinem Vorgängermodell, und hat dann 1981 wurde ein neues Auto gebaut, und das ist dieses Fahrzeug. Das Auto hat Vierganggetriebe, 70 PS statt 26, wie der Serientrabant hatte, und ist von dem Klaus Schumann gefahren, wurde in seiner Zeit von 1974 bis 1989 fünfmal DDR-Meister, dreimal wurde Zweiter in der Meisterschaft und dreimal Dritter. Und das hat kein anderer geschafft. Dafür wurde er auch einmal ausgezeichnet, war in Berlin bei Herrn Honecker und hat da seinen Meister des Sports bekommen. Ja, das Auto wurde dann verkauft, 1989, an ein Clubmitglied, das war der Thomas Kunert, der hat das Fahrzeug übernommen. Dann kam die Wende dazwischen, 90 ist er nochmal gefahren, und ab 91 hat das Auto dann nur gestanden, wurde immer mal verliehen und hat bei einer Tankstelleneröffnung gestanden. Und da wurde es ein bisschen stiefmütterlich behandelt, und dann hatte er zu mir gesagt, sieh mal zu, dass du das Auto mal wieder herrichtest, weil du es immer gemacht hast. Und somit ist das Auto zu uns in die Werkstatt gekommen. Wir haben uns geeinigt, dass wir das Fahrzeug wieder neu lackieren und dann wieder auf die Beine stellen. Durch Krankheitssache hat das Auto dann 2,5 Jahre halbfertig gestanden, von mir, die Krankheitssache. Und danach hieß es auf einmal, der Kunden will das Auto verkaufen. Hatte noch die ganzen Schulden vom Lackierer und sowas bei mir, das hatte ich vorgeschossen. Und da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, hey, da habe ich die Verkaufsrechte. Das war ihm auch ganz recht. Und so ist das Auto wieder in unsere Region gekommen. Hat dann 20 Jahre gestanden, und 2011 sind in Schleiz, auf dem Schleizer Dreieck, wären dort 40 Jahre Trabant-Veranstaltung gewesen, Rennen gewesen. Und da hatten sich einige zusammengetroffen und haben das so organisiert, dass dort statt 40 Trabis 37 da waren, aber wir durften dort fahren, eine Präsentation. So, und dann hat sich das immer entwickelt, sind dann von Jahr zu Jahr immer mehr geworden, kamen dann Replikate dazu, aber das ist ein Auto, was noch im Originalzustand existiert. Unvorstellbar. Je nach Wetterlage wurde vor dem Rennen das Getriebe gewechselt. Um den Trabant noch schneller zu machen, probierte man vieles, teils mit Erfolg, manches hat man dann lieber wieder sein lassen. Zur Technik des Fahrzeugs gibt es auch einiges zu sagen, angefangen von der Tieferlegung des Autos, weil es eben Rennsport betreiben muss. Dann der Motor wurde, wie man sagt, frisiert. Hat statt 26 PS ca. 70 PS. Das Getriebe ist original, allerdings mit anderen Übersetzungen. Zu jedem Veranstaltung, wo wir früher gefahren sind, wurden zwei Getriebe mitgenommen, einmal für trockene Straße und einmal für nasse Straße. Haben viele Versuche betrieben mit der Auspuffanlage, weil die Auspuffanlage mit ein Bestandteil des Motors ist, damit man so eine PS-Zahl auch rausbekommt. Hatten wir einmal über den Winter, hat der Herr Schumann über den Winter einen Auspuff gebaut mit Auspuffverschiebung, wie es an sich die Rennboote hatten. Bei den Rennbooten hat das was gebracht, aber beim Auto nicht, weil eine Kurve nach der anderen ist und die Druckwellen in dem Auspuff reagieren, waren wir schon in der nächsten Kurve. Also wurde das wieder ausgebaut.
Und hatten dann zwei Auspuffe, einmal mit größerem Volumen für Bergrennen, war das Drehmoment ein bisschen runtergesetzt. Und dann der jetzige, der drin ist, ist dann für die Rundstrecke. Dadurch konnte man das Drehmoment ein bisschen höher gestalten. Die Drehzahlen waren so auf 6,5 höher. Höher ging es nicht. Die PS-Zahl oder der Motor hat die PS-Zahl in einem bestimmten Bereich, also von 4000 Umdrehungen bis ca. 6000 Umdrehungen. Und danach muss man auch wieder das Getriebe zusammenbauen. Denn wenn ich jetzt beispielsweise im zweiten Gang fahre und muss jetzt im dritten schalten, dann darf die Drehzahl oder muss die Drehzahl wieder bei ca. 4000 anfangen, damit der Anschluss da ist, damit das wieder richtig nach vorne geht. So. Dann ist ein Rennsitz drin, überall Bücher drin im Fahrzeug und ja, Sportlenkrad. Ja, ansonsten gibt es eigentlich Vergaser, ist MZ-Rennvergaser mit 38er Durchlass. Der Motor hat statt 2 Kanäle, 4 Kanäle. Die Nieren, wo die Drehschieber laufen, die sind größer. Die Drehschieber, damit kann ich die Steuerzeiten ändern. Und damit kommt man dann mit allem drum dran. Wir können da jetzt bis heute Abend erzählen. Ja, aber damit kommen wir dann auf 70 PS. Das ist ein normaler 600 Kubik. Spartanischer geht es kaum. Nur das Nötigste zum Schnellfahren ist an Bord. Aus Sicherheitsgründen wurde dieser Trabant mit einer Feuerlöschanlage ausgerüstet. Ein spezieller Hebel zur Gemischänderung ist ebenfalls verbaut. Wir schauen hier ins Innere des Fahrzeugs, sehen einmal den Feuerlöscher liegen, welches eine Feuerlöschanlage ist. Das heißt, im hinteren Teil, hinterm Sitz des Fahrers und auf der rechten Seite und vorne im Motorraum sind Düsen. Wenn der Feuerlöscher benutzt wird, spritzen die dann das Mittel raus. Kann von außen, von den Sicherheitsposten bedient werden oder vom Fahrer innen drin. Dann haben wir noch den Hebel, der da im Bohren zu sehen ist. Und dieser Hebel ist an sich dafür da, damit man das Gemisch regulieren kann. Das heißt, in bestimmten Situationen oder beim Fahren könnte man das Kraftstoff-Luft-Gemisch entweder fetter machen oder mager machen. Wenn das Gemisch mager ist, ist die Leistung natürlich besser. Hat man aber das Problem, dass immer es möglich sein kann, dass der Motor überlastet wird und dann zu Schaden kommt. Und dann musste man während des Fahrens immer mal hin und her regeln, mal fett machen, mal mager machen, mal fett machen, sodass da kein Schaden weiter entstehen kann. Wann man den Hebel genau benutzt hat, kann man sich nur schwer vorstellen. Wolfgang Hirsche klärt uns auf. Es ist so, wenn ich mit dem Fahrzeug fahre und ich habe einen Vordermann vor mir und ich möchte den überholen mit mehr Leistung, habe ich den Hebel auf mager gestellt. Also hat dann der Motor eine gewisse kleine Leistungsschwankung, um an dem vorfahrenden Fahrzeug vorbeizukommen. Leider blieben auch Unfälle nicht aus. Der Herr Schumann hatte mal zwei Unfälle, einmal in Frohburg, einen grauen Wolf, und einmal auf dem Sachsenring. Und Sachsenring waren die letzten Jahre, wurde oben, wenn die aus dem heiteren Blick rauskommen, zuvor eine Schikane gebaut. Und da war es nass, da hat sich ein Fahrzeug gedreht und stand da quer auf der Straße. Und um in das Fahrzeug nicht reinzufahren, ist der Herr Schumann von der Straße, hat angelenkt und ist von der Straße abgekommen und hat dann vor einem Baum gestanden. Das waren eigentlich die Unfälle. Mit seinem Vorgängermodell ist an sich noch einmal auch ein Unfall passiert, auch auf dem Sachsenring. Das war 1980 bei strömendem Regen, 400 Meter vom Ziel, unten am Wasserwerk, ging der Post ab, weil zu viel Wasser auf der Straße war, Aquaplaning, und da ist er neben der Strecke hergerutscht. Ja, kurz vom Ziel in Führung liegen.
Seinen 600 Kubikzentimeter Motor bringt er es auf 183 Kilometer pro Stunde und beschleunigt in weniger als 7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. So, jetzt gucken wir mal ins Herzstück des Autos, der Motorraum. Ja, es fehlt viel, es steckt aber der Auspuff hier oben drin. Der Tank wurde an die Seite versetzt, damit wir den Auspuff hier reinkriechen. Hier hinten ist nochmal, wo die Abgase sich entspannen. Der Motor ist ein bisschen geneigt nach vorne. So, hier in der Mitte sieht man die Vorderfeder. Die Vorderfeder ist an sich auch, ich will nicht sagen, ein technisches Wunderwerk, eigentlich nicht. Aber vom Fahrwerk her hat er schon was gebracht. Wir haben da eine Hauptlager von 311er Wartburg drin, weil die kürzer ist und dadurch kriegt man gleich einen anderen Sturz hin. Ein bisschen negativ. Ja, Zündspulen, Zündanlage, alles original. Das wäre eigentlich das Wichtigste. Über einen Daumen nach oben und oder ein Abo würde ich mich wieder urst freuen. Bis bald, euer Jan.